Es gibt Leute, weil ich dann nachher ja immer Autogrammstunden gebe, wo die eine oder andere Telefonnummer mal ganz heimlich rübergeschoben wird. Das gibt es. Es gibt mal jemanden, der hat gesagt, dass es sozusagen Food-Porno ist, also Ess-Porno, weil du natürlich, wenn die Kamera ganz nah ist und du Sachen zubereitest, hat das, ich will nicht sagen, hat nichts Sexuelles, aber es ist schon ein Handwerk, was, wenn jemand sein Handwerk versteht, wenn ein Johann Lafer eine Putenbrust füllt oder einen Rehrücken auseinandernimmt, das ist schon ansehnlich, sag ich mal. Das schon. Jetzt beruflich würde ich das nicht so sagen, aber im privaten Bereich suche ich mir schon ganz gerne mal so Sachen aus, wo es einfach auch ein bisschen zur Sache geht, weil ich glaube, man, ich will jetzt hier nicht hochphilosophisch werden, aber man sagt ja living on the edge, also wenn du auf der Kante bist, dann lernst du das Leben auch ein bisschen anders zu schätzen. Nicht, dass es das lebenswerter ist, aber dieser Adrenalin oder dieses Gefühl, es könnte was passieren und so, das macht einem das Leben sehr, sehr bewusst. Benutzt kein Parfum. Ja, ich war vor 8 Jahren schon mal auf dem Kilimanjaro, habe jetzt wieder angefangen, war auch auf dem Kilimanjaro letztes Jahr im Dezember und will wieder reinkommen, dieses Bergsteigen und ein 8000er wird irgendwann auch, steht auf meiner Liste. Das ist ein Ziel, was ich noch erreichen möchte. Ich habe 2 Kinder. Das ist das Extremste. Also es geht, also ich bin eigentlich ein sehr, sehr sanfter Vater. Also natürlich merken sie immer, wenn ich sage, so jetzt kommt es mal Schluss und so, aber sie kriegen es immer wieder hin, dass sie abends immer noch eine halbe Stunde länger aufbleiben und ich kann schwer Nein sagen. Also ich weiß nicht, was sie an mir mögen. Ich bin natürlich manchmal ein bisschen so, hier komm mal, pass mal auf hier und so, rede so ein bisschen sabbelig, aber ich wüsste nicht, also ich glaube, meine Töchter lieben alles an mir. Das kann man in dem Moment, wenn es passiert, immer schwer sagen, weil das ist pure Trauer. Aber im Nachhinein, glaube ich, habe mich das habe ich gelernt, das Leben zu schätzen, rückwirkend betrachtet. Also ich bin einer, der sehr neugierig ist auf neue Dinge, der viel ausprobiert, der auch keine Angst hat vor dem Versagen. Ich glaube, das ist auch einer meiner persönlichen Stärken, dass wenn ich Sachen mache, auch wenn was schief geht, ich mich darüber lustig mache. Also ich das Leben extrem genieße und die Momente genieße und mir auch Momente schaffe, wo ich merke, dass das Leben lebenswert ist und ich diesen Spaß am Leben habe, so komisch es sich anhört, kommt wahrscheinlich dadurch, weil ich natürlich da gelernt habe in jungen Jahren, dass es auch sehr schnell zu Ende sein kann. Eine sehr extreme Erfahrung und dadurch habe ich eine extreme Lust am Leben entwickelt. Rudi Carrell, Fuchsberger und Kuhlenkampf. Ja. Ich habe leider nicht ganz 5000, das war nicht nur das Essen, das war, ich habe damals, als ich dann rausgefunden habe, dass ich Lotto gewonnen habe, habe ich mit meiner damaligen Frau, war das ja, beschlossen, ab der und der Summe, was ich, wenn es 10.000 sind, machen wir uns einen netten Abend in Hamburg und so, und wenn es über so und so viel ist, dann hauen wir richtig auf die Kacke und wir haben noch richtig auf die Kacke gehauen. Wir waren damals in einem Sterne-Restaurant in der Nähe von Stuttgart bei Lothar Eiermann, der ist aber leider nicht mehr der Koch. Und habe dann 7er BMW gemietet, eine Suite gemietet für 2 Tage und mit allem drum und dran hat das dann damals 5000 gekostet. Nee, ich sage ganz ehrlich, zu der Zeit ging es mir finanziell nicht ganz so gut. Das Konto war nicht mies, ich wollte rüber die Schule so und wenn Sie dann 44.000 Mark gewinnen, dann müssen Sie ein bisschen was machen. Da können Sie nicht nur sagen, das Geld behalte ich jetzt, da mache ich nichts, da muss auch mal ein bisschen die Kuh fliegen lassen. Sonst wird es ja keinen Spaß machen. Weil hinten raus ist es so, an dieses Wochenende werden Sie sich Ihr Leben lang erinnern. Aber wenn Sie irgendwann 40 Jahre später auf Ihr Konto gucken und sagen, okay, da sind 5.000 mehr drauf, ist viel Geld, keine Frage. Aber diese Erinnerung, die kann Ihnen keiner nehmen. Und das war es jederzeit wert. Schnellstes Auto, was ich habe. Ich bin selber auch, ich sage ein Internet-Freak, aber ich weiß zumindest, wie ich hinkomme irgendwo. Und man hat da so ein bisschen eine gewisse Freiheit. Also man ist nicht keine Zwänge und so, es ist ein sehr lockerer Talk. Da hauen wir mal ein paar Sachen raus, die vielleicht im Fernsehen nicht gesendet werden. Und es gibt eine gewisse Freiheit. Zu Hause ist klar, mein Zuhause ist mein Zuhause, obwohl man ist mittlerweile auch nicht mehr gefeit davor. Man hat zu Hause auch Internetempfang und kriegt auch E-Mails und SMS. Das war am Kilimanjaro ganz angenehm.
Da war nichts mit E-Mail, da war nichts mit SMS. Da gab es zwar Empfang, aber ich habe mein Handy immer ausgehabt. Das war eigentlich mal ganz geil. Da hatte ich mal Zeit für, das habe ich lange nicht gehabt, für Langeweile. Und das war ganz schön. Das war schon ganz lustig, mal so zu liegen und sagen, liegst du jetzt 5 Stunden im Lager rum, weil du eh nichts zu tun hast? War ein geiles Gefühl. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich mir mittags Fernsehen angucke und diesen ganzen, ich nenne es mal ruhig ein bisschen drastisch, Dreck angucke mit Doku, Soap, Reality TV, da sage ich, noch mehr Kochshows bitte.